Unser Bud Spencer Bohnentopf. Einfach perfekt. Geil. Von der. Also es gibt ja wenige Gerichte, wo auf Anhieb so gelingen wie das. Ja. Wie das. Ist ja auch nicht schwer. Nein. Ist halt einfach nur lecker. Genau. Und in diesem Sinne. Für unseren Bud Spencer Bohneneintopf braucht man natürlich weiße Bohnen, Kidneybohnen, ein richtig geiles durchwachsenes Stück Speck, Bacon, 3 Knoblauchzehen, circa 3 Zwiebeln, weiße, richtig geile Cabanossi, geschälte Tomaten, 3,8% cremiger Joghurt, geschroteter Chili und, was natürlich nicht fehlen darf, Eisgewürz, schwarzes Gold, richtig geile Pfeffermischung, geräuchertes Paprikapulver und Salz. Was zum richtig geilen Bud Spencer Bohneneintopf natürlich nicht fehlen darf, ist dieser geile Holzlöffel. Ohne den wird kein Bohnentopf so geil wie dieser. Wie wir aus diesen ganzen richtig geilen Zutaten unseren Bud Spencer Bohneneintopf zaubern, das wollte ich sagen, das zeige ich euch jetzt. Unsere Kohlen sind jetzt richtig durchgeglüht. Da kommt jetzt unser Dutch Oven drauf, weil wir brauchen richtig, richtig Hitze. In der Zwischenzeit schneiden wir unseren Speck, unseren schönen durchwachsenen Speck, in Würfel, aber die Schwarte schmeißen wir nicht weg. Da machen wir circa 3 kleine Stücke draus, bekommen einen Dutch Oven und lassen das Fett schön aus. Weil dadurch sparen wir uns natürlich jedes Öl, wir brauchen kein Rapsöl oder sonst irgendwas, weil das ist richtig geil. In der Zwischenzeit schneiden wir dann auch noch unseren Bacon und die Cabanossi einfach in Streifen oder Stücke, wie ihr drauf Bock habt. Jetzt kommen unsere Zwiebeln rein mit dem Speck. Die lassen wir richtig geil anrösten und dann kommt unsere Cabanossi schon dazu. Zehn Minuten später folgt dann unsere geschälten Tomaten. Da braucht man nichts abtropfen lassen. Komplette Flüssigkeit kommt da rein. Dann ist ganz wichtig, unsere Kidneybohnen und unsere weiße Bohnen, die Flüssigkeit, die muss natürlich weg. Die brauchen wir nicht, schon mal viel zu viel Flüssigkeit in unserem Dutch Oven und das wollen wir einfach nicht. Dann kommt das Eisen Dutch Oven, dann wird Eisen mal richtig schön vermengt. Aber ich würde dann sagen, jetzt bin ich nicht mehr an der Reihe, weil der Gordon soll auch was tun, weil er ist dann für den Knoblauch zuständig und zum Würzen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Gordon, los! Eine Hand der Knoblauch, die andere Hand geschrotete Chili. Und beides kommt natürlich noch in den Topf. Dann würzt man das Ganze natürlich noch mit Salz, geräuchertes Paprika und schwarzes Gold.
jetzt machen wir den Deckel zu und dann darf unser Bud Spencer Bohnentopf noch eine Stunde bei niedriger Temperatur vor sich hin köcheln und dann sehen wir uns auch schon zum Verkosten wieder. Uns tropft der Zahn. Unser Bud Spencer Bohnentopf ist soweit erstmal fertig, aber eins darf natürlich nicht fehlen und zwar ist es unser cremiger Joghurt. Jetzt werden wir da noch 250 bis 300 Gramm unterrühren und dann sind wir auch schon bereit, endlich zum Verkosten. Wir freuen uns schon wie Bolle und das machen wir jetzt nämlich. Mutter, der Mann mit dem Löffel ist da. Und zwar endlich sind wir da. Und also wir freuen uns echt schon wie Bolle auf das Gericht. Und von daher... Gespannt. Halt jetzt die Schnauze. Wird jetzt nicht mehr viel gequatscht, und sondern jetzt einfach gegessen. Ich guck, dass ich auch viel Fleisch drin habe. So sieht er aus. Ich habe jetzt mit Speck, Bohnen und allem drum und dran. Drum und dran. Guten. Gut. Und diesmal pusht die vorher, bevor mir wieder die Fresse verbrennt. Heiß? Nee, lecker. Boah. Das schmeckt ja mega. Sehr geil. Mit Cabanossi. Oh, die Konsistenz ist ja perfekt. Super geil. Super gut. Falls euch zu flüssig wird, Deckel auflassen. Dann reduziert es ja ein bisschen ein. Und jetzt weiß ich, woher die Kraft von Bud Spencer kommt. Von dem Bohneneintopf. Also und den esse ich jetzt auf. Und dann geht's und ab. Dann knallt's. Dann knallt's. Nicht nur im Gesicht, sondern wahrscheinlich auch Lupfzeit nach die Bettdecke. Dann klatscht gleich. Aber kein Beifall, das sage ich euch. So sieht es nämlich aus. Dieses Gericht macht es genau so nach. Testet es einfach aus. Hammer, das schmeckt mega richtig geil. Also ohne Worte. Probiert's aus. Echt geil. Ja. Mehr wie geil. Mhm. Man kann es gar nicht beschreiben. Ja. Sondern probiert es halt einfach aus. Das ist nicht so penetrant, sondern einfach perfekt geil. Von der. Also es gibt ja wenige Gerichte, wo auf Anhieb so gelingen wie das. Ja. Wie das. Ist ja auch nicht schwer. Nein. Ist halt einfach nur lecker. Genau. Und in diesem Sinne, macht's mit! Macht's nach! Macht's besser! Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Aber dazu solltet ihr uns, oder wenn ihr wollt, abonnieren und die Glocke vergessen. Richtig. Wenn ihr die Glocke nämlich nicht anmacht, dann merkt ihr nämlich auch nicht, wenn wir wieder ein Video laden. Und das machen wir nämlich jede Woche. Genau. Immer eins, ab und zu auch nur zwei, aber das ist schon eher selten. Mhm. Aber auf jeden Fall donnerstags um 18 Uhr. Und dann merkt ihr es nämlich genau, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Und wir gehen jetzt rein essen, weil es ist nämlich echt lecker. Die Schwarte schmeißen wir nicht weg, weil die brauchen wir. Die legen wir einfach rein, weil wir das Fett auslassen. Drum brauchen wir nämlich kein Öl. Es gibt nichts Geileres wie pures Fett zum Auslassen. Natürlicher Fettstoff. Genau. Warte, nehmen wir einfach zum... Zum Auslassen, weil das ist natürlich Fettstoffwechsel. Ist das jetzt hin? Ich glaube nicht. Natürlicher Fettstoff. Deswegen, wenn man den rausmacht und neuen rein, hat man den Fettstoffwechsel. Da hat man den Fettstoffwechsel. So sieht es nicht aus. Und jetzt wisst ihr ja, liebe Zuschauer da draußen, wie man so Fettstoffwechsel macht. Ach, das muss natürlich unser Dutch Oven auf die heißen. Als allererstes muss natürlich unser Dutch. Und dann heute Manuel noch eine Delle im Bad. So sieht's aus. Und ihr schneidet einen ab. Dann braucht ihr wieder 5 Jahre zum Wachsen. Aha. Oh, lecker.